Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal um die Frage, wie Stadtwerke und auch andere Energieunternehmen heutzutage eigentlich Kunden noch so wirklich und richtig erreichen und auch begeistern können. Denn es hat im Prinzip zwei Hintergründe. Einerseits ist Strom und ist Gas oder insgesamt auch Wärme als Lieferung, aber auch Wasser so ein ja, absolutes Allgemeingut geworden, eine sogenannte Commodity. Und das bedeutet im Großen und Ganzen, dass man dem Ganzen, also diesem Produkt, nicht wirklich Wert zumisst. Man sieht es als selbstverständlich an. Wenn ich auf den Schalter drücke, dann geht halt das Licht an. Ja, wenn ich was in die Steckdose reinstecke, dann wird das halt aufgeladen und betrieben. Und wenn ich die Heizung aufdrehe, dann wird es halt warm. Und aus dem Wasserhahn kommt halt das Wasser raus. Das ist irgendwie selbstverständlich geworden, zumindest in unseren Breitengraden. Und dementsprechend ist es schwierig, auf Grundlage von klassischer Energieversorgung eine unmittelbare Kundenbindung und so richtige Begeisterung für das Produkt hervorzurufen. Gleichzeitig verändert sich ja auch überhaupt das, ja, die Bereitschaft, Werbung anzunehmen bei allen möglichen Leuten. Das sehen wir einerseits schon in der klassischen, ja, Werbung, Fernsehwerbung, Radiowerbung, auch Zeitungswerbung. Die werden schlicht und einfach immer seltener konsumiert oder immer seltener ernst genommen, wahrgenommen und ernst genommen. Bei Fernsehwerbung ertappen wir uns alle nämlich auch im Zweifel selbst, dass wir die zwar vielleicht sehen, aber gar nicht darauf achten, was da passiert. Das fließt einfach so an einem vorbei und es muss schon richtig verrückt sein, damit man mal ein bisschen darauf achtet und sich das Ganze vielleicht sogar einprägt. Und Radiowerbung und Zeitungswerbung, da läuft es genauso. Das muss halt irgendwie aufregend sein, damit man wirklich mal drauf schaut und zuhört und sich anschaut, was dahinter steckt. Internetwerbung ist ja genau das Gleiche, das ist ja nur ein anderes Medium. Wir erinnern uns alle noch an die Tage, als praktisch der halbe Bildschirm mit irgendeinem Werbelayer zugepflastert wurde. Die Zeiten sind ja zum Glück auch weitestgehend vorbei. Aber da ist es dasselbe, man versucht immer irgendwie extrem zu sein und dadurch Aufmerksamkeit zu haschen, denn der Rest kommt nicht wirklich an. Diese klassische Werbung ist schwierig und erreicht eben tatsächlich bei weitem nicht mehr das, was in den letzten Jahrzehnten noch normal war. Wenn man es also als Energieunternehmen Kunden so richtig begeistern will und mit in die Zukunft nehmen will, als vielleicht sogar Markenbotschafter, dann ist das mit diesen klassischen Wegen der Energieversorgung, Commodity, wenig Wert, der dahinter gesehen wird, und klassische Werbung schwierig. Und deswegen sollte man vielleicht mal schauen, was Wege sind, um Vertrauen bei Kunden aufzubauen. Und ich kann da gewissermaßen aus Erfahrung sprechen, denn das, was ich hier ja gerade mit euch mache, liebe Zuschauer, ist ja ein Vertrauensaufbau, den wir ja seit anderthalb Jahren auf diesem YouTube-Kanal schon machen und auch auf unserem Spotify-Podcast-Kanal und mit unseren Blogbeiträgen und so weiter. Ihr lernt ja mich kennen, mich als zum Beispiel Trainer, als Dozent und findet das dann im Zweifel auch mal gut und habt danach 18 Stunden Material, auch schon mal so ein richtig gutes Gefühl dafür, wie ich so drauf bin. Und dann bucht ihr im Zweifel nämlich auch mich als Trainer für eure Seminare. So verkaufe ich ja Seminare, Online-Seminare und so weiter, die wir als Akademie dann auch leisten. Und was dabei natürlich passiert ist, ich mache hier einen Erklärbeitrag, ich bringe den in einer bestimmten Form rüber und deute ja auch an, hey, wenn ihr mehr zu dem Thema haben wollt, dann haben wir dazu passende Produkte, auch unsere E-Books, Online-Kurse und natürlich die Seminare und Workshops und Consulting zu verschiedenen Themen. Und dementsprechend ist das natürlich genau der Part, das ist eben Content-Marketing. Wir haben auf dem Kanal auch schon ein, zwei Mal drüber gesprochen. Das ist aber schlussendlich der essentielle Teil, wie man dieses Vertrauen für Endkunden aufbaut. Und wie kann man das als Energieunternehmen, als Stadtwerk zum Beispiel, jetzt ganz gezielt machen? Es geht eben darum, grundsätzlich nicht aus der eigenen Perspektive zu sprechen, sondern das Ganze aufzubauen aus der Perspektive des Kunden. Darüber zu sprechen, was den Kunden interessiert und nicht, was wir Tolles tun. Und das ist so ein Dilemma, was Energieunternehmen, Stadtwerke meistens nun mal noch machen. Sie reden über sich selbst. Sie reden darüber, was sie Tolles machen. Sie reden nicht darüber, was die Vorteile von Kunden sind, wenn diese Dinge getan werden. Das heißt, einerseits ist es wichtig, Produkte zu finden, die überhaupt einen Wert im Verständnis der Kunden haben. Das ist
neben der Energieversorgung, dann vor allem vielleicht der Non-Commodity-Vertrieb, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dem Kunden zum Beispiel eine Solaranlage fürs Eigenheim zu verkaufen oder die Smart Home-Infrastruktur für die Mietwohnung, die jetzt ein Smart Meter eingebaut bekommen hat. Und ihm dabei auch noch einen Wartungsvertrag, einen Abrechnungsvertrag, einen Energiemanagementvertrag und so weiter mitzugeben, sodass man auch darüber eine langfristige Wertschöpfung, eine langfristige Kundenbindung haben könnte. Und es dabei eben auch um Produkte geht, die mit Wert versehen werden, weil sie einen Komfort ins Leben bringen oder eine Sicherheit oder was auch immer für Services. Das gleiche natürlich auch im Smart City Sektor, wenn man dem Kunden sagt, hey, wenn du bei uns nochmal diesen extra Tarif buchst, dann kriegst du ganz tolle Smart City Services, die es sonst nicht gibt. So eine Flatrate, die dann zu zahlen ist, das ist mit echten Mehrwerten verbunden. Das sind erstmal Produkte, auf die kann man praktisch zählen. Da wird der Endkunde sagen, hey, das ist für mich wirklich interessant. Das ist nicht ganz selbstverständlich in der heutigen Zeit. Und dann kann man eben sagen, okay, wir bringen dir erstmal bei, wie das Ganze funktioniert und wie du unsere Rolle verstehst, dass wir dein Leben besser machen. Denn dann geht es nämlich um dich als Kunde. Das ist der Part. Und das fängt dann an mit so auch einfachen Erklärbeiträgen, wie wir es ja schlussendlich auch machen. Und das muss aber kein Video sein. Das kann ein FAQ sein. Frequently Asked Questions, häufig gestellte Fragen, sind ein super Weg, um erstmal erste Hürden wegzubringen. Denn man zeigt nicht nur, wir erklären dir kurz und knapp, wie es funktioniert, sondern hey, wir sind sogar für dich da. Wir beantworten deine Fragen. Egal, ob die Fragen selbst ausgedacht wurden, es hat halt den Anschein, hey, wir beantworten die Fragen, die hier kommen. Und das wird ja im Zweifel auch genauso in der Zukunft dann sein, dass neue Fragen damit reingearbeitet werden. Und dann noch weitere Möglichkeiten, um erstmal das Leben des Kunden einfacher zu machen im Umgang mit den Produkten, die man ihm verkaufen möchte. Und dann geht es eben noch ein Stück weiter. Man baut noch ein bisschen mehr Identifizierung mit dem Anbieter, also mit uns als Stadtwerk auf, indem man eben auch noch Entertainment-Beiträge mit reinbringt. Das kann gerade als Stadtwerk sowas sein wie, hey, wir sponsern irgendeinen kulturellen oder sportlichen Event vor Ort. Ist es während Corona natürlich ein bisschen schwierig, aber irgendwelche Action gibt es ja immer und irgendwelche tollen Dinge im sozialen Sektor, irgendwas, wo Gelder gesammelt wurden für einen Spielplatz oder was auch immer. Das kann man natürlich in einen schönen Beitrag packen, der eben auch gar nicht lang sein muss. Das kann ein kurzes Video sein, ein paar Statements, ein paar gute Bilder, keine pseudorealistischen Hochglanzproduktionen, wo irgendwelche Menschen, die überhaupt irgendwo eingekauft worden sind, dargestellt werden. Das funktioniert nie. Hochglanzvideos und sowas funktionieren einfach gar nicht. Das erkennt jeder Mensch, dass es praktisch eine Werbung sein soll. Sondern ihr müsst dann echte Wiedererkennungsbeispiele mit den Menschen vor Ort, denen ihr etwas verkaufen wollt, aufzeigen und könnt dann über diesen Weg immer mehr und mehr und mehr Vertrauen aufbauen. Denn am Ende habt ihr ja auch was Gutes vor. Ihr wollt einen Service verkaufen, der auch irgendwie einen Mehrwert bietet. Und dann bringt ihr eben diesen Mehrwert transparent rüber. Ihr erklärt diesen Mehrwert, ihr bringt diesen Mehrwert näher. Ihr baut Hürden ab, indem ihr immer mehr erklärende, unterhaltsame und informative Beiträge dazu bringt. Vielleicht auch mal was Inspirierendes. Und dann wird schlussendlich der Kunde sich sagen können, hey, das ist irgendwie nicht nur Werbung und das ist auch nicht nur eine langweilige Broschüre, sondern hier geht es ja um mich und meine Vorteile. Das ist cool, ich finde das interessant, ich finde das gut, vielleicht werde ich Kunde, vielleicht werde ich Markenbotschafter. Das sind die Wege, wie man das heutzutage und auch gerade eben im Internet eben erfolgreich aufbaut. Langes Thema, kurzer Einstieg da rein. Wir werden auch das in der Zukunft hier auf dem Kanal noch ein bisschen genauer und transparenter machen. Ein, zwei Sachen auch zu unseren Consulting-Angeboten im Rahmen von Content Marketing. Wir machen ja auf Auftragsarbeiten für Stadtwerke schon seit einer Weile. Findet ihr auf unserer Webseite. Da könnt ihr ja mal nachschlagen. Habt es gemerkt? Ich habe viel Vertrauen aufgebaut und jetzt sage ich, wir machen auch noch mehr. Kauft da doch mal ruhig. So ähnlich funktioniert das eben auch dann in der Realität. Also, wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, auch ansonsten gerne immer in die Kommentare. Ansonsten liked das Video, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.